Der filmt bestimmt schon. Oh Mann, schon wieder Vlog, hä? Timmy, guck mal, zeig doch mal, wen wir alles dabei haben. Heute ist ein besonderer Tag. Wir gehen was essen. Chef's Night Out. Heute zusammen mit Katrin, mit Caro, mit Erik und mit dem Daniel Busch im Kraftwerk Oberursel. Bei unserem Freund Bertel Seebacher. Das wird geil. Lass mal gucken gehen, was so abgeht. Ach so, heute ist noch ein besonderer Tag. Schreibt mal direkt unten in die Kommentare rein. Katrin hat Geburtstag. Das ist die Kleine da. Zucker süß. Wir feiern Geburtstag. Wir machen einen Vlog. Wir essen geil. Wir kraulen dem Bertel den Bart. Ach, es wird herrlich. Guckt euch um. Warum dürfen wir uns nicht umarmen? Nee. Wieso nicht? Wieso nicht? Komm, wir machen Star Wars, keiner sieht. Als ob es keiner sieht. Nee, ich muss echt sagen, ich genieße das gerade. Ich auch. Deswegen, ich guck mir alles an. Guck mal, einen kleinen Espresso Macchiato. Nein, Hummerschaumsippchen. So wie wir es mögen, ja? Guck mal, warte mal. Es wird geil. Hey, so kann's losgehen. Sharing is caring. Wir machen eine ganz klassische Kombi heute Abend. Es gibt Almdudler und Kaviar. Irina. Bisschen Blini. Bisschen Sour Cream. Und so ein bisschen was von dem. Und dann wird's herrlich gemessen. So kann es anfangen, ne? Ich bin ja ein altes Stopfleberkind. Ob es cool ist oder nicht, entscheidet ihr das. Aber ich schau's mir rein. Wow. Mein lieber Daniel, komm, wir machen es zusammen da. Ja, Brioche, Stopfleber, nimm ein Buch. Danke, Chef. Auf dich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter so. Ein 15, aber da musst du mit einsteigen. Ein 15-Gänge-Menü gegessen, das eigentlich nur aus Gänsstopfleber und Kaviar und Trüffel bestand. Ach, sorry, kenne ich sogar. Ja, genau. Und, aber eigentlich ist sie nicht fürs Video gemacht, diese Geschichte. Das waren auf jeden Fall 15 Gänge bei Rebochon, 2 Sterne, Sentosa Island bei unserem genau, Freund. Genau, in Singapur. Und das haben wir gegessen. Also Lorenz Hoja. Grüße gehen raus, Lorenz Hoja. Grüße gehen raus. Es war mega. Auf jeden Fall waren es auf jeden Fall 15 Gänge mindestens und für mich gefühlte 5 Gänge zu viel. Und leider habe ich meine Nacht in Singapur auf dem Klo verbracht, weil es einfach nur zu viel Trüffel und Gänsestoffleber war. Und seitdem bin ich da ein bisschen sehr. Aber mittlerweile bist du jetzt ein geübter Esser dann. Ja, oder? Das ist ein geübter. Es ist super toll, aber. Der Lorenz steht vor mir mit so einem Trüffel in der Hand, so großes Ding, ne? Ja. Und ich habe hier vor mir meine Jakobsmuschel mit Trüffel, das ist ein klassisches Gericht bei Rebochon. Und er holt halt seine Mikroplan raus und diesen riesen Trüffel und er hobelt und hobelt und guckt mir tief in die Augen dabei. Und ich habe ihn einfach so lieb, weil er mich so anguckt mit diesem riesigen Trüffel, der immer kleiner wird auf dieser Reibe. Ja? Ja. Und ich sage, Lorenz, was machen Sachen? Und er sagt, ja, du musst schon Stopp sagen. Und hey, da war dieser Berg einfach so hoch. Ja? Er war oberkrass, aber kann es denn zu viel Trüffel sein? Ich weiß nicht. Für mich ja. Ich habe den Lachs leider schon aufgegessen. Ich fand ihn wirklich mega. Chili, Mais, Ponzu. Hat einfach nur gescheppert. Richtig geil. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Ja, für mich ganz klar die Schopfleber. Zum allerersten Mal probiert hier und einfach. Aber was war denn die Frage überhaupt? Was hat dir am besten geschmeckt, oder? Ja. Schopfleber? Ja. Hey, guck mal, Timmy. Wir hatten heute im Buschi sein erstes Mal und ihr durftet live dabei sein. Ja? Also das ist ja schon mal geil. Lass Schopfleber krass, oder was?
Es war mega. Ja? Einfach vom Geschmack her zum ersten Mal probiert und... Ja, gibt nichts Vergleichbares. Ne? Ja. Ey, ich finde alles geil. Ich sag dir, was mich geflasht hat, waren die Gurken beim Hähnchen. Aber ich sag dir auch was. Ich werde Bertel nachher mal fragen. Das Rezept kommt mir irgendwie bekannt vor. Also, bitte, was hast du? Das Video oben. Achso, ja, wir verlinken euch mal das Video zu meinem asiatischen Gurkensalat hier oben. Guckt euch das an. Ja, ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin ein bisschen bei der Katrin, ich bin ein bisschen beim Daniel. Ich finde alles gut. Listen auf. Bin ich schon wieder dran. Hi, ja. So, das ist er, der Nick Weiß Riesling Schiefer 2019. Das ist genau das, der fahren muss. Ja. Er und seine Frau. Also, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber ich glaube schon. Also, ich weiß nichts anderes, sagen wir mal so. Und sie ist die Restaurantleiterin. Ja, die Geschäftspartnerin von Bertel. Dani. Ihr macht das mit Bertel hier zusammen. Einer draußen, einer drin. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn einer ab und zu draußen, ab und zu drin ist. Also, so nicht. Also, nicht die beiden. Nee. Da wollen wir nicht falsch. Nee, Tiggern, da läuft nichts. Ja. Was gibt's denn jetzt eigentlich? Hat er das Menü gelesen? Nee. 15. Grüne Veltliner Smaragd. Ach, Leiden. Der ist schön kräftig und passt wirklich extrem gut jetzt zum Wels. Der soll wirklich gut sein. Gott, das nochmal. Sag das nochmal. Der ist wie ich, schön kräftig. Ein Pischler auch aus der Wachau, kann das sein? Pischler habe ich auch. Guck mal, die sind so groß und da hast du nur so wenig drin. Hallo. Da ist so groß. Da ist so groß. Das Glas ist so groß und da ist nur so wenig drin. Tschüss. Und einmal auch diesen smart-grünen Veltliner. Ey Junge, hör mal auf zu filmen. Steiner Wels. Oh, ist warm. Geil. Guck mal, ich film nochmal dann hin, wie sie mit durch die Kamera. Das ist aber auch geil. Ihr habt schon reingeguckt, gell? Das ist auf jeden Fall ein Bertel-Klassiker, ja? Und vor allem so einfach, wie es ist und vor allem so einfach, wie es zu schicken ist, so geil schmeckt es halt auch. Deswegen finde ich super, dass ihr den wieder auf der Karte habt. Ja? Klasse. Wir haben hier einen wunderbaren Wels oder Wels, kannst du sagen, wie du willst? Wels. In einer wunderbaren... Oder Waller. In einer Senf. Und der Anglersprache. Ja, du hältst dich bei der Schnauze. Ich bin hier die Köchin. Ein Wels. Oder ein Wels, kannst du dir auch suchen. In einer Senfnarsch auf einem Kartoffelpüree, frischen Krähen kennst du? Krähen ist Meerrettich, in Österreich sagt man Krähen. Dazu haben wir ein paar Croutons oben so. Nein, Krähen. Krähen ist Meerrettich, ja. Mit einer Senfnarsch, Croutons oben drauf. Schön warm, super geil, lass dich schmecken. Okay, darfst du essen, bevor es kalt wird, dann Gabel und so. Und ich liebe halt auch einfach diese Löffelgerichte, dieses Löffel rein und go und es schmeckt einfach und es ist geil. Du hast so deine Schüssel, du hast deinen Löffel und du bist einfach glücklich. Ja, ich bin eher so der Bagger-Typ, deswegen Schaufel geht immer. Geht's los? Also es gibt jetzt einen jungen, frischen, knackigen Sauvignon Blanc. Also so wie ich? Ja dann. Wahnsinn. Tschüss. Steiermark. Und zwar ist das so fast meine Gegend, also ich komme aus Graz. In der Südsteiermark ganz bekannt sind die Sauvignon Blancs. Und ich habe einen extrem tollen ausgesucht, das ist einer meiner Lieblinge vom Desabati Gamletzer 2018. Und ja, den gibt es jetzt zum Steinbutt mit dem Kalbskopf. Kalbskopf. Das ist Trüffel. Schwierig bei dem Mischen. Wir haben echt schon noch bei dir Dreck gemacht. Ach, da ist der Löffel. Das ist Daniel, komm schon. Einmal quergeschlagen. Ich kann ein russisches Wort. Oder ein paar mehrere Wörter. Das heißt Erblätschbabro. Weißt du, was das heißt? Mit dem scheiß Wischmob. Da hatten wir so einen russischen... Toilettenwagenreiniger und der hat irgendjemanden verprügelt, der betrunken war und sagt so, hab ich verprügelt? Ja, Blätschwappro. Also hab ich verprügelt mit dem scheiß Wischmob. Werde ich nie wieder vergessen. Leute, die russischsprachigen Zuschauer, könnt ihr da mal bitte unten reinschreiben, ob sie das richtig ausgesprochen hat? So, das würde mich jetzt schon mal interessieren. Kriegt man das irgendwie... ja, kriegen wir das hier in russischen Schriftzeichen, so kyrillisch, kriegen wir das unten rein? Und ich schreibe nochmal in der Nationalität.
ist wie Punkt. Ist wie Punkt, aber das ist ja polnisch. Ja, ich sag ja, schwenk ja noch mal in deiner Zeit. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall einen Strike, Chefin. Jetzt geben wir einen Strike bei. Okay, wir schneiden es raus. Nein, stopp, danke. Nein, stopp, danke. Das ist ja geil. Nein, stopp, danke. Nein. Aber es wird kritisch, du merkst. Tut mir leid. Hauptsache die Flasche wird. Aber normal trinke ich nur Bier und ein Maßkrug ist mir noch nie umgefallen. Hallo Mikro. Auch immer schön, ich finde es gehört auch dazu, wenn man jetzt halt zusammen arbeitet, muss man auch zusammen weggehen. Und ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich halt sozusagen weiterbildet. Genau. Das ist richtig. Hat er nicht unrecht. Ja. Das ist eine kulinarische Erfahrung. Auf jeden Fall. Gehört dazu, genauso wie zusammen Stress haben, zusammen aber auch mal schöne Momente verbringen. Und da kann man sich halt auch mal ein bisschen ausgelassener auch verhalten. Da ist auch kein anderen böse, weil wir sind ja auch nur Menschen und das ist halt für uns dann halt die Freizeit. Ich wüsste, diese Halle ist halt auch einfach. Dieser Daniel Busch, ein Applaus für Daniel Busch. Okay, was heißt das? Aber, nein, genau, also Fleisch, Garnelen, Tomate, Rucola, fertig. Genießt es mal, ich komme gleich wieder raus. Naja. Ja, auf euch. Oha. Oha. Jetzt. Oha. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hier, gehen wir rein. Auf die Katrin. Ich hab vielen Dank für den schönen Abend. Ganz auf Boden, einfach ja, bei dir geht's noch. Echt jetzt? Ja. Abend. Salute. Hab ich im Griff. Nein. Cappuccino. Ey, du kannst aber auch echt jeden Moment versauen. Ja. Aber echt. Aber das Ding ist, man muss den Daniel lieb haben. Ich mag ihn. Ich schwör's dir, ich mag den Daniel. Als Mendel raus, schalte ich schon lange nicht. Echt? Ja. Ohne Mist. Es ist wie ein Verkehrsunfall. Dann bin ich nicht man muss einfach. Hast du ihm das Köpfchen gestreichelt? Ja, ja, weil der braucht das manchmal. Ich habe ihm eigentlich versprochen, dass wir heute. Danke, ich bin zurück. Hey! Aber schön, dass du dich umgezogen hast. Ja, normal, was ist denn dir? Was machst du, Schatz? Na, man weiß es nicht, das ist alles hier. Das ist ja alles hier mit Bild und Ton. Negativ getestet oder durchgehend genesen, alles. Ja, alles sind wir. Ich bin, ja, alles habe ich schon. Ja. Alles habe ich schon mitgemacht. So, zeig mir deinen Rücken. Ja, aber das erst muss ich. Möchte ich das Gesicht sehen. Weil wer so tolles Essen kocht, dann möchte ich. Ganz ehrlich, aber dann wärst du enttäuscht. Also ich will es nicht. Den komme ich nicht mehr drin halten. Das ist die steirische Eiche. Will man wirklich die Menschen dann noch enttäuschen, gell? Das ist Nein, du musst ein Nein, Original. Lass es bei Original, das ist alles gut. Am Ende des Tages ist es so. Vielen Dank für das leckere Essen. Ja, sehr gerne. Wir sind noch nicht fertig. Also ein bisschen was gibt's noch. So lecker. Ich habe bestimmt schon 500 Kilo Wels in meinem Leben gegessen. Das freut mich. Vielen Dank. Das Geheimnis am Wels ist wirklich, dass wir so viel Soße drüber kippen, dass du den Wels nicht mehr schmeckst. Wir haben viel gelernt. Und so einfach anzurichten. Nein, am Ende, ich finde schon, da ist sehr viel kulinarische Intelligenz dahinter. Ja. Wie schön, dass ich das einmal sagen kann. Wobei, nein, am Ende ist es so. Also wir als Koch findet, aber ist nur meine Meinung, muss ein Gericht genauso sein, wie ich es als Gast essen will. Und je unkomplizierter es ist, je weniger ich erklären muss und je weniger ich jetzt sagen kann, der Gast kann was falsch machen. Weil am Ende kann ein Gast nie was falsch machen. Ja. Und ich finde jetzt, wenn ich ein Gericht habe, was der, wo ich sage, ich habe einen Löffel und ein Gericht und dann ist es und dann finde ich es gut. Das ist jetzt, habt ihr ja eh gesehen bei vielen Gerichten. Da gibt es jetzt nie so, dass man sagt, wenn du es von der falschen Seite anfängst, dann wäre es vielleicht falsch. Weil ich auch finde, was der, du musst was essen und du musst es gut finden können oder du musst dann im schlimmsten Fall sagen, es war nicht, aber dann sage ich, ihr habt es falsch gegessen. Aber wie gesagt, unsere Philosophie, ich bin jetzt keiner, der das kompliziert machen muss, weil Essen muss nicht kompliziert sein. Nee, einfach. Aber ich glaube, für unser Restaurant, für das, was wir machen, passt das. Weil ich bin ja wunderschön. Ich bin ja unkompliziert. Unkomplizierter Typ. Total. Oder? So ein Schüsseltyp. Ich bin so ein Schüssel- und Löffeltyp. Ja, ich auch. Ich habe es eben gesagt. Ich so ein Schüssel und Löffel, das ist einfach immer toll. Ja, am Ende sage ich. Ich saß am Anfang hier mit einer Schüssel. Ich habe es den Jungs weggenommen.
kann. Da hatte ich so eine Schüssel mit Lachs, Ponzu, Chili, Mais und ich war einfach glücklich. Ich habe die komplette Schüssel geklaut mit Löffel. War mir egal. Alles gut, war einfach gut. Ja, das ist ja so, bis vor kurzem hast du ja noch mit zwei Leuten in der Küche gestanden auch, ne? Also das war... Ja, wir sind jetzt auch wieder zu dritt. Ja, ihr seid jetzt wieder drei, habe ich gehört. Ja, aber ihr wart ja bis vor kurzem noch zu zweit auch dann. Also lange Jahre jetzt auch zu zweit da drin, ne? Und das ist natürlich dann auch die Leistung dann immer? Naja, am Ende des Tages, glaube ich, ist es auch relativ unkompliziert. Wenn du merkst, es gibt äußere Umstände, die halt sich verändern, dann musst du auch dich anpassen, weil am Ende des Tages darf ein Gast das nicht merken. Und wenn wir nur zu zweit in der Küche sind, müssen wir uns die Karte so schreiben, dass der Gast darf niemals die Frage stellen, wie viele Köche sind es. Ja, klar. Das ist genau das, was ich als kulinarische Intelligenz beschreiben würde. Ja. Mit zwei Leuten das rauszuballern. Weißt du? Und ihr habt ja, wenn ihr voll seid, 60 sitzen. Und dann noch Menü dazu. Ja, und das ist ja alles nicht so einfach. Und wenn immer ich mit meinen Leuten drüber spreche, auch in unserem Restaurant, sage ich immer, schaut euch an, wie es der Bertel macht. Ja, also, das ist Nee, ist nicht. Nein, ist es wahr? Der Daniel hier ist mein Restaurantleiter aus dem Taunus. Und es ist tatsächlich so, dass ich ihn schon immer, weißt du, wenn er nach der, beim Daniel ist immer so, wenn er sagt, ja, Chef, ich brauche noch eine Aushilfe im Service, dann sage ich immer, ja, schau mal, was die Daniel macht hier, die macht 60 allein, wenn es gut läuft. Ja, also da sage ich immer, okay, mal gucken, wir gucken mal, wie der Bertel das macht, wir gucken mal, wie die das dann machen. Also ich glaube schon, man muss uns sagen, gerade es gibt ja zwei Unterschiede. Also im Service ist es so, dass du natürlich eine gewisse Zahl nicht, das brauchst du an Manpower, weil Service natürlich noch viel mehr Just-in-Time arbeitet. Das ist natürlich so ein bisschen, da muss ich jetzt einfach, sorry, wenn ich eine Lanze brechen, weil wir ja long im Service, aber es ist wirklich so, da brauchst du einfach die Leute, weil die Gäste gerade jetzt kommen. Aber wie du vorhin gesagt hast, kulinarische Intelligenz in der Küche kannst du schon Dinge vorbereiten, das kannst du. Aber es darf halt nicht, es ist ein Kompromiss. Aber Kompromisse kann man gut steuern, aber natürlich im Service ist es ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Gäste gerade in dem Moment, wo sie da sind, da wollen sie die volle Aufmerksamkeit. Und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig, wir dürfen da nicht von Küche und Service reden, sondern wir dürfen in unserer Position schon als Gastronomen reden. Da geht es immer darum, was erwartet ein Gast und wie machen wir für den denn das ein schönes Erlebnis. Und das ist, was wir verkaufen. Ja. Genau, und wir haben viele, und das ist genau das, glaube ich, auch neben allem anderen, auch beim Kochen, weil ich sage auch immer, wenn wir neue Leute haben, sagen hier auch in der Küche, komm, lass uns das und das machen, sage ich, alles gut, aber es gibt eine Linie und die Linie ist nicht die Grenze nach oben, sondern die Linie ist immer die Grenze nach unten. Mhm. Das heißt, wir müssen uns ganz kleine Linie setzen bei allen Gerichten, die wir nie unterschreiten, ob wir 60 haben, ob wir alle Gäste gleichzeitig kommen, ob alles à la carte bunt sind. Uns muss klar sein, dass diese Linie müssen wir halten. Das ist kulinarische Sicherheit. Ganz genau. Die Linie müssen wir halten. Standard. Ganz genau. Und zeig mir, wie gut du bist, wie im schlimmsten Fall, wo die Grenze ist, was du halten kannst. Und nicht, wie gut du bist bei 3 Gästen oder bei 5 Tischen, sondern zeig mir, wie gut du bist, wenn du voll unter Druck bist. Weil das ist das Minimum. Und das ist genau das ist der Anspruch jeden Gastes. Also ich möchte, jeder Gast muss glücklich rausgehen und ich sage lieber, dann lass uns mal lieber entspannt bleiben und nicht hochstapeln, sondern sagen, die Grenze, die halten wir. Ja. Egal wie voll es ist, egal wie schlimm unter Anführungszeichen die Bones sind, am Ende des Tages, nein, es ist so, das hat ja nichts mit dem Service zu tun. Gäste, es gibt nur einen Spruch, kennst du selber. Wer die Karte schreibt, der muss sie kochen. Ja. So, und wenn ich die Karte schreibe, da kann ich mir nur so aufregen, dann muss ich sie kochen, wenn die Gäste das aussuchen. Ja, wie hat mein letzter Küchenchef immer gesagt, auf Thorsten Bech. Ja, aber das darf da drinnen bleiben und aufregen darf auch da drinnen bleiben. Am Ende, wie gesagt, du musst halt einfach liefern und das heißt Qualität und Zeit, das sind halt Faktoren und da müssen wir... Ja, jetzt hast du tatsächlich noch die Möglichkeit, den Leuten, die das noch nicht kennen hier, ne? Also das ist deine große Möglichkeit jetzt. Es gucken ja ein paar Leute zu mittlerweile bei mir bei YouTube und noch nicht super viele, aber es sind auf jeden Fall einige kulinarisch Interessierte. Jetzt hast du die große Möglichkeit, allen Leuten, die das Kraftwerk noch nicht gekannt haben bis heute, warum sollen die hierher kommen? Sag denen das doch mal. Naja, ich glaube, eigentlich ist ganz klar, also wenn man hier in der Nähe ist, irgendwo in der Nähe von Frankfurt, in ein tolles, schönes, modernes Restaurant gehen will, mit einer, glaube ich, entspannten Kulinarik, die gar nicht so schlecht ist, mit einem großartigen Service, ja, dann sollte man mal herkommen. Und der große Vorteil ist, und glaube ich, das ist eins der großen, man muss mich nicht erleben, also das ist der Vorteil, ich stehe im Normalfall in der Küche. Aber alles, was hier ist, glaube ich, ist sehr, sehr schön, das Essen ist gut, damit kann man umgehen, aber ich glaube, jetzt mal in dem Raum ist es schon sehr, sehr interessant. Und die Location ist auch schön. Ja, sehr schön. Ja.
beiden besuchen. Also ich komme extra hierher dafür, weil es einfach immer super entspannt ist. Kannst hier sein, wie du willst, kannst mit Gläsern rumwerfen. Habt ihr alle schon so zum Teil miterleben dürfen hier heute Abend. Ja, und davon ein bisschen rumpöbeln, ist alles easy. Das sind Leute von uns. Ja? Also kommt hierher, geht essen. Und wenn ihr keinen Bock habt, kommt dann zu uns essen. Kein Glas kaputt gemacht. Nein, das Glas, alles gut. Also Scherben bringen Glück, scheiß drauf. Aber am Ende des Tages hier, ja, irgendwann müssen wir mal ein richtiges Schnitzel machen. Weil ich glaube, so ein richtig gutes Schnitzel, da die Challenge, die gehe ich immer noch an. Warte, wir machen einen Deal, wir machen es nicht gegeneinander, oder? Füreinander. Machen wir es doch gar nicht gegeneinander. Wir machen mal gemeinsam, ein aber. Miteinander. Ja, und nur. Und also, ich esse es. Am Ende des Tages. Wir machen wir beide? Nee, die Mädels okay, machen den Schnitzel ganz so. Okay, Leute, schreibt mal unten rein, wenn wir uns von Bertel mal richtiges Wiener Schnitzel zeigen lassen wollen, dann machen wir das aber in seiner Küche, weil die Sauerei kann er hier haben. Ne? Also da können wir es lernen von der steirischen Eiche. Wenn ihr euch mit dem Namen Bertel Seebacher ein bisschen befasst, dann seht ihr, dass er das auch. Der ist sehr gut ausgebildet, ne? Der müsste es eigentlich drauf haben, aber wir testen es. Also schreibt es mal in die Kommentare unten rein, wenn ihr Bock drauf habt, dann fahre ich zum Bertel und wir machen gemeinsam hier so Papa kocht beim Bertel Wiener Schnitzel. Okay? Nein, und Katrin isst. Nee, Papa lernt beim Bertel. Schnitzeltags ist super lässig, auch alles super. Und ich muss jetzt auch mal eins sagen, ich glaube, das muss man für viele Zuschauer mal sagen, wir als Österreicher, ist es natürlich mit Schnitzel mit Soße immer so ein Thema, aber da muss man auch mal mit Lanze brechen. Schnitzel mit Soße ist eigentlich schon ganz schön geil, gell? Ja, ja. Danke, ja, danke. Direkt, morgen ist wahrscheinlich mein Pass abgenommen. Der Spaß, Joe. Also man muss dazu sagen, man muss sagen, der Bertel spielt natürlich auf unsere, ja, wie soll ich sagen, unseren Notnagel-Schnitzeltaxi an, den wir natürlich zum Beginn des zweiten Lockdowns, viele von euch wissen es ja, haben wir in Itzstein unser Schnitzeltaxi etabliert, was halt so grandios gut gelaufen ist, dass wir es damit perfekt durch die Pandemie geschafft haben. Ne? Aber wer Jägersoße auf Schnitzel schüttet, der muss halt damit rechnen, dass der Österreicher eben ja, hintenrum einen verpasst. Aber hey, wir machen echte Wiener Schnitzel mit Bertel zusammen. Schreibt es unten rein, wenn ihr Bock drauf habt, ja? Ich glaube jetzt, das muss man auch sagen. Also wirklich. 30. Fast. 13. Ja, 13 hat sie gerade gesagt, nicht 3. Das ist 1 und 3 und das sind Männer. 1 und 0. Nein, nicht alle Männer sind gleich. Okay, Chefs? Nein, auch nicht alle Chefs sind gleich. Es gibt auch voll sensible Männer und Chefs. Aber werden wir jetzt? Die volles Verständnis haben. Wie alt warst du da? 21 Jahre noch? Ja, bin ich jetzt. Du hast so eine feminine 21. Seite. 21. Ja. Schon. 21 war ich. Du hast getanzt im Büro. Dann kommt die da rein. Hockt sich da hin, dann denkst du mir, ach du Scheiße. Ja? Und dann erzählt die 5 Minuten, dann denkst du, okay, lass mal kommen. Und dann macht die innerhalb von 3-4 Monaten, krempelt die alles auf links. Schreibt mir Frosterlagepläne, weißt du, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja? Und sie hat vom ersten Tag Verantwortung übernommen du hast sofort gemerkt, die hatten Bock auf mehr. Und das habe ich so vermisst die letzten Jahre. Weißt du, weil die Köche, die jetzt so jung wie sie sind, nachkommen, alle die 30 und so weiter drüber sind, die sind wie wir. Aber es ist ja oftmals wirklich so, dass die jungen Köche, da fehlt so ein bisschen der Zug und der Schneid. Und ich habe 2 Lehrlinge, die sind so alt wie sie. Ja, also die können sich alleine nicht die Schuhe binden. Grüße gehen raus an euch. Ja? Aber die wissen es auch, sind auch gute Jungs. Aber trotz allem, dann kommt das Mädel daher, krempelt alles auf links. Und ich sag's dir, wie es ist, die wird Ende dieses Jahr wird die Küchenchefin bei uns im Catering. Und das ist krass, mit 23 Jahren jetzt, das ist auf jeden Fall so ein Glücksgriff dann wieder zu haben und auch den Glauben dann daran zu haben, mein Gott, es gibt sie noch. Man muss dazu sagen, die ist mit 14 Jahren in die Lehre gegangen, ne? Mit 14 gelernt, die war noch nicht 18, da war die gleich mit der Ausbildung. Was denkst du? Die hängt nach Österreich 2 Jahre, hat sich da nochmal ficken lassen, weißt du so? Also in der Küche war sie auch. Du musst einfach ein bisschen deine Worte verwenden. Nein, die weiß schon, wie das ist. Die, glaub mir, wenn die loslegt, werden wir rot. Ja. Nee, wirklich ganz tolles Mädchen und das lässt mich hoffen. Das lässt mich hoffen, dass es so weitergeht. Auf die Katrin! Auf die Katrin! Ein grandioser Abend bis hierhin. Es gibt noch ein bisschen Dessert jetzt. Und dann schnappen wir uns noch so ein paar geile neue Produkte von Bertel. Der hat nämlich Suppe in der Dose. Bertucci. Gucken wir uns gleich nochmal an. Suppe in der Dose. Finde ich auch mega geil. Hat den Lockdown genutzt und hat was Geiles gemacht. Da nehmen wir uns dann noch was mit davon. Vielleicht machen wir dazu nochmal ein Video. Ich bin mal gespannt. Ja, was gibt's jetzt zum Dessert? Weiß das jemand eigentlich? Lassen wir uns überraschen. Ne? Bis gleich.
erinnern? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Jetzt aber. Mach eine! Was zu drehen ist! Das ist ja wert, den zu nehmen. Ich stehe jetzt im Licht, oder? Von wo kommst du Licht, Timmy? Na, ist egal. Ist überall scheiße, oder was? Ja. Ey, fang einfach an, ja? Ey, Bernd, hast du da auch Tassen mit deinem Dings drauf? Das gibt's doch nicht. Guck dir das an. Das ist geil. Stefan, du musst das jetzt hier zeigen. Guck mal, die Tasse macht ja auch Sinn. Das ist ein Messbecher. Ganz genau. Das ist der absolute Shit. Hast du dir das ausgedacht? Ja, nicht, mitunter. Aber also, Design auch von dir, gell? Ja, das natürlich. Also, das ist krass. Es soll ja unkompliziert sein. Also du kannst es nutzen als Kaffeetasse. Ja. Du kannst es nutzen, um eine Pasta abzuwiegen oder auch um zwei Käse. Da steht auch ein Rezept drauf. Ja, natürlich. Und ein QR-Code. Die wichtigsten Pasta-Tipps. Und der QR-Code, wo du natürlich dann auch wirkliche Tipps zum Kochen findest. Also, morgen früh mein Kaffee aus dieser Tasse, den nehme ich jetzt mit. Ich markiere dich bei Instagram. Wie ist denn dein Instagram eigentlich? Das ist hier Bertucci Pasta Vino und Amore. Was ja, denn sonst? Bertucci Pasta Vino und Amore. Ja, super geil. Aber das sind jetzt die Produkte, über die wir eben gesprochen haben. Tomatensuppe, Tomatensauce hast du aktuell, ja? Nein, wir fangen jetzt gerade an. Also wir haben zwei Sachen. Das eine ist Pasta und Ragus und die kommen wir jetzt am Wochenende, kriegen wir unsere neue Lieferung. Und das sind unsere Suppen. Da haben wir einmal Tomate Mango. Geil, Tomate Mango. Guck mal hier. Aber das ist Karotte Ingwer, gell? Steht Karotte Ingwer drauf. Das ist Tomate Mango. Karotte Ingwer hast du auch gemacht. Und Tomate Mango. Also eigentlich das, was wir im Restaurant auch gekocht haben, weil wir sagen, wir versuchen halt die Dinge, die wir selber gut finden, die wollen wir dann vielleicht auch noch eher in die Dose bringen, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Sind Rezepte aber von dir, also ja, klarer Fall. Da steckt auch Bertel drin. Nein, nicht nur steckt Bertel Seebacher drin, sondern wir haben die Rezepte komplett erarbeitet. Wir haben die Rezepte auch abgewandelt für diese Produktion in der Konserve. Ja. Und wir haben am Ende auch also das, was dann abgefüllt wurde, habe ich auch dann persönlich hier, das haben wir in Sulzbach produziert. Wir haben das persönlich nochmal abgeschmeckt. Also bis zum Ende. Und darf ich mir von jedem eine mitnehmen? Ja? Ich bitte sogar darum. Geil. Und die Tasse, morgen früh gibt es Kaffee da draus. Ja. Ich sag dir was, es gibt ja bald in Edstein Dinge, die Leute noch gar nicht wissen. Ja? Aber da würden solche Produkte natürlich hervorragend hinpassen. Ne? Und wer da auf dem Laufenden bleiben will, der sollte uns auf jeden Fall mal ein Abo dalassen für YouTube, das ist wichtig. Ne? Daumen nach oben, Like machen und so, das kennt ihr schon alles. Es gibt Bertuccis feine Suppchen und morgen früh Kaffee aus dem Becher hier. Ich glaube, der Vlog ist echt ellenlang geworden heute wahrscheinlich. Gell? Bertel, wir sagen Tschüss zu den Leuten. Vielen, vielen Dank für den schönen Abend. Du hast es grandios gemacht. Deine Tanzeinlage war wirklich, wirklich grandios. Selten erlebt sowas. Du verabschiedest dich jetzt mit einem Schwenker. Guck mal, wo die besten Partys finden, nämlich eigentlich immer in der Küche statt. Schönen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, liebe Leute. Macht's gut, bis bald.